A4 wird A5. Mit der neuen Generation löst die Bezeichnung A5 den vorherigen A4 ab. Damit soll eine einheitliche Benennung im Portfolio herrschen, denn die geraden Zahlen sind den vollelektrischen Modellen vorbehalten. Der neue A5 steht als erstes Fahrzeug auf der neuen Premium-Plattform Combustion. Sowohl der Avant als auch die Limousine kommen auf eine Länge von knapp 4,83 Meter und sind damit im Vergleich zum Vorgänger um 67 mm gewachsen. Angetrieben werden die A5-Versionen zum Marktstart wahlweise von zwei TFSI-Benzinern mit 110 oder 150 kW sowie einem Diesel mit ebenfalls 150 kW und Mild-Hybrid-Unterstützung. Zusätzlich gibt es noch die leistungsstärkeren Benziner im S5 bzw. S5 Avant. Hier leistet ein 3 Liter V6 270 kW 367 PS. Der A5 kommt in drei Ausstattungsvarianten Tech, Tech Plus und Tech Pro. Die Basisversion Tech verfügt über Voll-LED-Scheinwerfer, 3-Zonen-Klimaautomatik und Audi MMI Plus. In der Tech Plus Version kommen unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, ein Beifahrerdisplay sowie ein Komfortpaket dazu. Sitzheizung und adaptive Dämpfer sind die Highlights im Topmodell Pro. Das schlanke, freistehende Audi MMI Panorama-Display ist im Curve-Design und in OLED-Technologie ausgeführt und besteht aus dem Audi Virtual Cockpit mit 11,9 Zoll sichtbarer Bildschirmdiagonale und dem 14,5 Zoll großen MMI-Touch-Display. Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer. Serienmäßig an Bord sind ab Marktstart eine Einparkhilfe hinten mit Distanzanzeige, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Spurverlassenswarnung, ein Effizienzassistent sowie ein Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent. Das optionale Panoramaglasdach verfügt über eine segmentiert schaltbare Transparenz und kommt so ohne Verdunklungsrollo aus. Die Tagfahrlichtsignatur an der Front kann in 8 verschiedenen Versionen über das MMI den persönlichen Vorlieben angepasst werden. Der Marktstart soll im November 2024 erfolgen. Der Einstiegspreis liegt bei 45.200 Euro.